Richard III. Soll ein finsterer Fiesling gewesen sein, ruchlos und selbstherrlich. Hat er doch tatsächlich dafür gesorgt, seine eigenen Neffen um die Ecke zu bringen, weil sie seinen Thronanspruch gefährdeten. Obwohl bis heute nur wenige seiner Untaten bewiesen sind, hätte dieser Mann schon damals eine Agentur zum Aufpolieren seines Images gebraucht. 1485 fand er auf dem Schlachtfeld den Tod, aber erst vor gut 10 Jahren entdeckte man seinen Leichnam. Die Geschichte einer aufwendigen Suche und dieses überraschenden Fundes erzählt nun der Film The Lost King. Klaus Lesch hat ihn gesehen. Und darum, weil ich kein Verliebter sein kann, bin ich gewählt, ein Bösewicht zu werden. Es ist der Theatermoment, in dem Philippa Langley König Richard III. Verfällt. Sie spürt, dass Shakespeare diesem Monarchen Unrecht getan hat. Sie kennt das, auch sie fühlt sich oft nicht genug gewürdigt. Philippa gibt ihren Marketingjob auf, liest sich ins Leben des Königs ein und schließt sich seinem Fanclub an, der Richard III Society. Ich würde ihm gern meinen Respekt erweisen und eines Tages vielleicht sein Grab besuchen. Das wird wohl schwierig. Es gibt keins. Nun hat sie eine Mission. Philippa will Richards Überreste finden. Sie ist so besessen von diesem König mit dem üblen Ruf, dass er ihr sogar erscheint und sie wie ein Psychiater analysiert. Selbst aus meiner Perspektive wirkt das allmählich ein bisschen wie eine krankhafte Obsession. Haben Sie das wirklich gerade gesagt? The Lost King verfügt über viel subtilen Witz. Regisseur Stephen Frears spart auch Philippas schrullige Seiten nicht aus. Ohne die hätte sie vermutlich nicht durchgehalten. Philippa nervt Archäologen und Historiker, bekommt so aber auch gute Tipps. Suchen Sie eine Freifläche. Okay, danke. Auf einer solchen Freifläche, einem Parkplatz, überfällt Philippa eine jähe Ahnung. Steht das R vielleicht für Richard? Könnten Sie mir erklären, was es mit diesen Buchstaben auf sich hat? Das bedeutet reserviert. Peinlich. Und doch spürt Philippa, unter diesem Parkplatz werden sich Richards Gebeine finden. Sie sammelt Geld für die Ausgrabung, bindet Wissenschaftler ein, die sie lange belächelt haben. So siegt die Intuition der Amateurin über die Intelligenz der Akademiker. Was von Richard übrig blieb, wird schließlich in der Kathedrale von Leicester beigesetzt. Eine Art Heimkehr nach gut 500 Jahren.